Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Cultures, die Entdeckung Minlands. Wir sind hier im Krieg. Kämpfen aber noch nicht. Sind aber eigentlich im Krieg. So, dann legen wir mal los. Was haben wir hier? Der eine wartet in der Schule, der wollte unser Weber werden, ne? Sobald unser Schäfer ausgelernt hat, hat er denn schon was gemacht? Der hat ja nicht mal angefangen. Jetzt steht er da nur rum, oder was? Das sind doch ein Haufen Schafe. Zumindest 3, 4, 5. Ja, ja, was? Ist beschäftigt. Macht nichts. Rennt er die Schafe immer weg, oder was? Ah, jetzt. So, was machen unsere Bearbeiter? Wer bist du? Steht nur rum. Baut einen Dreifamilienhaus. Das sehe ich nichts von. Ach, der holt was. Dann steh bitte nicht rum, sondern bau mit irgendwo. Bau da zum Beispiel. Der interessiert mich, dass er da oben ist, ne? Aber ohne den ausgelernten Schäfer kann ich halt nichts machen. Ich muss er denn 5 Schafe scheren. Wie schnell wachsen die nach? Der hat auch noch 5 Schafe hier. Aber damit kann er zumindest mit einmal ausnehmen. 60? Hat er nicht gerade 20%? Das springt aber komisch. Da ist jemand erwachsen geworden. Du wohnst da. Und wirst jetzt erst einmal Träger. Aber Svenny kommt jetzt rüber und du, Träger, gehst jetzt da in deine Arbeit. Weil Svenny sollte eigentlich woanders sein. Oh, es klappt langsam. Ich gehe kaputt. Oh, da konnte er dort oben mit abbauen. Sehr schön. Beruf Schäfer erfunden. Sehr schön. Da kann ich jetzt die Weberei bauen. Weber. Wo ist er denn? Ist vom Lebenssammler, Töpferei? Nein. Lederschneider, alles ist weiter oben. Die Webstube da ist. Dahin. Das ist die Stelle. Da mal, hübscher wird. Boah. So, und jetzt kannst du nämlich Schuss Schäfer lernen. Du bist mir dann immer so ein Blick. Da oben. Jetzt was macht. Erst jetzt trainiert werden kann. Das heißt ja, der hat nur weggebracht. Nur weggebracht. Hat er gelernt? Hat er gelernt. Ich kann er Weber werden. Jo. So. Jo. Und jetzt gehen wir in den Hauptsack da oben. Ja, sie fangen an mit der zweiten Nahrungsproduktion. Dazu muss aber noch gebuddelt werden. Das ist das Problem dabei. Es muss noch gebuddelt werden. Oh, da knackt der Stuhl. So. Kann trainiert werden, unser Farmer. Und das ist der erste mit der Ausdauer voll. Unser ausdauernder Farmer. Sieg. Wapp. Sowas in der Art. Nahrung ist langsam da wieder. Da kriegt, glaube ich, aus einem Busch auch zweimal Nahrung. Was natürlich auch voll praktisch ist. So. Vorstaut. Jetzt kann er wieder hier in der Nähe abholen. Und da den Busch und da den Busch. Da oben fehlt Nahrung. Gell? Jetzt muss der bis da runter in Leder holen. Na gut, für Reizen und so müssen die Oma runter. Ja. Das ist der Bogenmacher. Stimmt, denn sein Ding ist noch nicht fertig, dass ich der Verteidigung zog, aber die kann ich. Die bringt mir eh nichts, wenn ich keine Bogenschützen habe. Ne? Die bräuchte ich dann halt noch eine Brauerei. Dass ich dort Met herstellen kann, oder Bier heißt es ja hier.
Ist auch so klar, dass die da hinkommt, ne? Hab ich eigentlich noch Kinder im Auftrag? Natürlich nicht. Ist ja kein Wunder. Weil ich muss eigentlich immer Kinder im Auftrag haben, schon allein, weil ich ja später Soldaten brauche. Und einen Braumeister brauche ich dann noch. Da muss der Bauer beide auch mal ran, ne? Na, wir haben echt mittlerweile fast überall genug. Die sind ein bisschen ärmer dran hier oben. Ne, doch nicht. Und die rechts oben. Aber sobald oben die Nahrungsproduktion steht, ist eh. Wohl im Überfluss. So, Männer sind am Ende. Da ist eine Frau, da ist eine Frau. Das klappt auch. Sehr, sehr schön hier. Alles im Überfluss da. Es nur häuft im Dorf. Jetzt müssen wir nur noch langsam die kriegerischen Handlungen tätigen. Dazu müssen uns drei Bauarbeiter noch mal. Drei Bauarbeiter sind vielleicht ein bisschen wenig. Öl wollten wir ja auch noch machen. Das ist dann unser Schmelztiegel hier oben, wie ein Uhrwerk läuft. Und den ich immer hier runter zum Beten rennen müssen. Hier. So, dann tun wir doch schon mal den Pilzsammler hier unten hinsetzen. Aber wohin? Da rein, da. Mühle fertiggestellt, Bauernhof fertiggestellt und schon kann da oben halbwegs losgelegt werden. Zwei Familienhaus brauchen wir noch da unten. Und als wenn einer erwachsen ist. Das habe ich ausgelassen, oder? Ja. Das habe ich voll übersehen. Beim Durchklicken. So. Die Holzfäller sind ordentlich am Werke. Wo ist denn dein Einzugsgebiet? Da. Euch geht langsam echtes Holz aus hier, gell? Das ist etwas unpraktisch. Da noch jetzt dann, da unten noch und da noch. Und dann ist das Holz an. Aber der Holzfäller von drüben bringt es ja immer her. Ich könnte sie dann mit da und da arbeiten lassen. Aber hier wohnen lassen. Und dann bringt die ihr Holz, glaube ich, immer hierher. Aber selbst das wird schon oft gebraucht. Das ist ja krass. Das war der sich. Na gut, nee. Ja, die bringst du jetzt hin, die bringst du da hin. Oh, wird noch interessant. Ja. So, das ist soweit fertig. Dann kann der Weber auch anfangen. Dann haben wir schon mal Wappenrücke. Der Burgmacher kann immer noch nicht weitermachen. Der Schmelzer hat es endlich geschafft. Jetzt habe ich überlegt, drei Leute habe ich da oben geplant, gell? Aber ein Eisenwerkzeug brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Warum braucht man das unbedingt? Nicht, dass ich wüsste, oder? Zack, 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 mach dein Gold. Das Gold brauchen wir auch nur für unsere Kaserne und Co. Die bauen jetzt da unten schnell noch alles auf. So, da, das, da, das. Ich kann hier nicht mehr so weit gehen. Dieser eine böse Dings, aber wenn du den angreifst, wirklich kommt die hier mit einer Armee an. Diese Dammtürme sind auch schon wieder. Kann interessant werden. Der Krieg läuft bestimmt die Woche über ein, zwei Folgen. Da sind auch noch Schafe. Da werde ich einige Krieger gebrauchen. Um dort durchzukommen. So. Und jetzt
Zeit sollen die ordentlich abbauen hier. So, was brauchen wir? Ein Schwertschmied und ein Rüstungsschmied. Das ist jetzt der Schwertschmied. Nein, kein Brunnen. Menschenskiller. Was ich denn damit? Und ein Rüstungsschmied. Den Holzfäller hatte ich schon gesetzt, ja. Ihr könnt dann immer von da holen. Kann man dann noch da hier mit reinsetzen. Ja, nämlich 2,395 immer. Viel zu viel. Dafür braucht man dann auch noch Frauen. Jetzt wird es aber erstmal Zeit, dass. Der Müller kann natürlich nichts machen. Wunderbar jetzt, ne? Raus rein, raus rein, raus rein. Einer baut da oben, die anderen bauen alle hier unten. Das ist jetzt fertig mit dem letzten Holz. Das ist jetzt auch fertig. Ne, doch ne, fehlt noch ein Holz. Dann haben wir das auch geschafft. Da ist jemand erwachsen geworden. Sehr schön. Geh in die Schule. Jo. Du bist Werkzeugschmied, Rüstungsschmied. So, jetzt kann der Weber endlich loslegen, nachdem er mir so lange da oben mit der Schule auf den Sack ging. Und da ist auch schon ein anderer Schmied. Ab in die Schule. Jo. Ich bin echt am Überlegen. Ist das? Ja. Zwei Schmiede. Arbeiter. Einfach nur, damit es noch ein bisschen. Wartet in der Schule. Eisenschmelzer. Eisenschmelzer. Pilzsammler, Leute. Sehr schön. Bist du ein Erwachsen? Schule. Ja, will. Und. Schule. Du ein Erwachsen. Mord. Arbeiten. Bauarbeiter möchte ich nicht bearbeiten. Wartet in der Schule. Farmer. Eisenschmelzer in der Schule gelernt. Rüstungsschmied. Jo. Und wohnst da oben. Nee, da oben. Jo. Eisen. Und dann bist du ein Schwertschmied. Waffenschmied. Ja, will. Wenn du nur Schwerter machst. Und auch da oben. Hier wohnt noch gar keiner. Ich weiß aber, wer da wohnt. Du. Du wirst unser Holzfäller. Jo. In diesem Holzhaus und wohnst da. Okay. Ach, da wohnt ja doch schon jemand, der Träger. Stimmt. Du wirst uns da. In die Schule. Das wird wieder so ein Warten machen. Du hast Farmer in der Schule gelernt, holst du erstmal ein Werkzeug, brauchst du gar nicht, weil du wirst Bildsammler. Ja, das ist fertig geworden, endlich. Ein Zweifelminhaus, auch das. Es ist doch gar nicht so wichtig. So, Zweifelminhaus. Schmelzerhütte und Trägerhütte oben. Ist nun erwachsen. Hab ich sogar schon ein paar Weiber dafür gemacht? Wenn nicht, kommst du nämlich da rein. Oh, nee, laufen musst du nicht dahin. Wartet in der Schule. Du wirst Farmer. Ich glaub zwar nicht, dass ihr zwei gleichzeitig Pilzsammler da drin werden könnt. Trotzdem bist du schon Farmer. Träger, der trainiert werden kann, was? Zap. Es geht voran, ne? Hat er jetzt eigentlich mal einen Weizen hergestellt? Das ist M. Nö. Nö. Warum auch? Der steht nur rum. Sucht Weizen. Muss jetzt. Ach, scheiße, stimmt, der muss ein bisschen runter rennen. Deswegen wird Zeit, dass da oben fertig wird. Bogenschützerei ist fertig. Jawohl, jetzt wird die. Bist du dir sicher, dass du die Kaserne schon bauen willst? Nicht erst mal die Bäckerei.
dass Svenny dann da arbeiten kann und von ganz unten alles hochholen kann. Oh mein Gott. Das Weiteren. Und du baust ebenfalls da. Und du baust ebenfalls da. Du baust da. Du baust auch da. Ich habe ja jetzt bestimmt ein paar mehr Farmen in der Schule gelernt. So, aber du kannst jetzt... Pilzsammler nur da werden. Ne? Was ist denn, wenn ich der Pilzsammler dort einbaue? Geht er dann da rein und lernt Pilzsammler? Wenn ich auch könntest du ja so übelst cheaten und alles ganz schnell ineinander lernen. Bewaffe. 10 Wappenröcke musste der da herstellen. Okay. Ganz schön laut im Dorf, ne? Nein, keine zweite Pilzsammlerhütte. Und einen Tempel bauen. Da oben hin? Mitten ins Dorf? Weit weg von der Pilzsammler? Ja. Schaut gut aus. Wartet in der Schule, das ist hundertprozentig unser gelernter Farmer. Nee, der Pilzsammler, genau. Der arbeitet jetzt dort. Alter, jetzt geht's los. 3 Familienhaus fertig. 2 Familienhaus fertig. Goldschmied erfunden. Ist hungrig. Schon ist er weg, aber weiter. Und da, Schuster. Kannst du mehr werden. Jetzt geht's mit den paar mehr Bauarbeitern Schlag auf Schlag, ne? Kann trainiert werden. Aber diese Bauarbeiter bleiben ja nicht so lange Bauarbeiter. Wir behalten unsere 4, die mit Haus haben. Und dann, der Rest wird halt wahrscheinlich Krieger. Oder Träger. Ich wollte einen Brunnen bauen. Wenn er fertig ist mit Ausgraben. Können wir noch ein bisschen größer haben, die Fläche bitte? Nein! Habt ihr das gesehen? Das ist fertig mit Graben und dann war's das? Wie sinnlos ist das bitte? Wie sinnlos ist das bitte? Das ist doch sinnlos. Ist beschäftigt, ja, der rennt ja durchs Dorf. Damit ist er beschäftigt. Lasst mal ein bisschen was, dass die was zu essen holen kann. Was ist denn nicht alles weg? Der Bäcker ist ja schon da. Sven, wo bist du? Sven. Hol ja, Zeug. Wie? Auch wenn's aus dem anderen Ende vom Dorf ist. Hol Zeug. Hey. Jungs. So viel trainieren hier. Ihr seid ja verrückt. Treffen muss gelernt sein, ne? Es ist ja der Wahnsinn! Wie viele Bauarbeiter haben wir denn eigentlich? 6 Stück jetzt. 3 davon halt ohne Haus. Ach, der buddelt das Wasser. Ich würde sagen, was ist denn das? Aber wenn die nach Wasser buddeln. Jetzt kann man buddeln. Jetzt kann man Brunnen bauen. Den Brunnenzeug kann er von alleine holen. Wo ist denn eigentlich... Ach, oh, der konnte immer... Er konnte einfach sein Müllrad anschmeißen. Manchmal fehlen ihm echt die Worte, ne? Die Kaserne ist fertiggestellt. Jetzt kann der Goldmann sein Gold reinbringen. Gut, nee, da bringt es eh runter, ist kürzer. Was bist du? Holzfäller. Von dem Holzfällerzelt da oben. Und euch geht so langsam das Zeug aus, gell? Das war klar. Wo kann ich dich noch abbauen lassen? Das ist kein Holz. Da kann man nichts abbauen, da drüben noch. Da vielleicht noch 1-2 Häuserchen. Da, das ist ein fester Baum, den kannst du näher preisen. Ist nun erwachsen.
3 Stück. Okay, da müssen wir mal gucken, wo ist denn unser... Der Holzfäller. Geht mal da runter. Dass sich einer von euch schnappen kann. Nächste 2 Wöhne ist fertig. Sehr schön. So. Fand keinen. Noch weiter runter. Stehen alle hier im Eck. Die Weiber. Immer noch nee. Junge, guck mal hier. Da ist sie. Na endlich. Wo ist die? Die ist da drüben. Ist sogar ganz praktisch. Ja. Na gleich hin. So, du. Geh mal da hoch. Oder nee, geh mal da hoch. Ich glaube, die werden irgendwo dort sein. Einer zumindest. Du läufst immer entgegen. Irgendwo muss ja eine braune Wasche rumlaufen. Du da wahrscheinlich, gell? Ja. Astrid. Und dann. Alter, der hat Schuhe an, oder? Ja. Alter, der hat ein Tempo drauf. Das ist ja saugeil. So, jetzt gucken wir mal bei was. Unverheiratet. Haben wir immer noch eine. Ach, das ist die, die da wohnt. Genau, das sind die 3 anderen Bauarbeiter. Die werden dann da drin Träger und holen dann das ganze Zeug ran. Derzeit werden die hier oben schön. Zweimal Mehl schon. Dann hat der Bauer drauf. Oh oh, das habe ich ein bisschen sehr nah dran gebaut. Na gut, der baut halt hinten rum an. Oh. War nicht ganz so schlau. Und mit diesem kleinen Baufehler sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.